Guten Morgen. Das andere Weihnachten. Aftershow. Das neue Outenau ist ein Programm Januar, Juni 22. Und wenn Zivilcourage gestoppt wird, so kurz vor Weihnachten diskriminiert wird, weil der Wasserschaden so enorm ist und dann die Wohnung jetzt in einem natürlich desolaten Zustand aufgrund von Rigipswänden ist, dann heißt es aufklären. Denn jetzt will sich der Eigentümer ins Reine bringen. Aber dazu hätte er mit mir schon rechnen müssen, dass das so leicht nicht geht. Ziegen, mehrere, 5 glaube ich, ich muss noch mal die Bilder ansehen, die ich ihm gesendet habe, und der Hausverwaltung, diese sind über Jahre, mindestens 4,5, nicht getauscht worden. Und dann kündigte ich an, dass auch 18, 19 und 20, also 2018, 2019, 2020, wurden die Rinnen bei meinem Flachdach nicht gereinigt. Das heißt, der Abfluss war zunehmend behindert. Das weiß man aus dem Schaden 1997. Aber jetzt, nachdem ich ja seit 91 in diesem Objekt einschließlich 5. Oktober 21 residierte, hätte man das wissen müssen, wenn man will. Wenn man nicht will, dass hier ein Wasserschaden als Anlass genommen wird, den ich ja nicht verursacht habe, weil das Dach war hinsichtlich Abfluss und Dachziegel und der Silikonfuge an der Stirnseite, die man ja je nach Wärme, Sommer öfters mal ansehen soll, weil sich Silikon durch die Hitze natürlich deformiert und lösen kann. Aber nein, das ist nicht erforderlich. Und jetzt ist es Desaster. Nürnberger Versicherung brauchen Sie nicht als Wohngebäudeversicherung buchen, wenn Sie mit diesen Leistungsmerkmalen nach außen treten, dann weiß ich, dass es diesen Tower demnächst in der Ostendstraße Nürnberg nicht mehr geben wird lange. Denn das ist ein Verbrechen, dass man Kollateralkosten und Schäden, die durch eine Wohngebäudeversicherung definitiv abgedeckt sind, nicht übernahm bis jetzt.